So, live on stage endlich wieder. Freunde, damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Harry Potter und der Orden des Phönix. Ich freue mich auch, endlich mal wieder was live aufnehmen zu dürfen, denn es ist ja schon ein bisschen länger her, als ich Harry Potter wirklich gespielt habe. Das habe ich nochmal im Safe Game habe ich das mal nachgesehen. Das war der 30.12.2013. Das ist ja schon echt krass, dass da echt schon fast ein ganzer Monat dazwischen liegt. Also, ihr wisst ja, die letzten beiden Folgen waren ja bekanntlich im Commentary-Style aufgenommen, dass ich dann halt erstmal wegen der audiotechnischen Probleme, wie alles schon erwähnt, die Folgen nachvertonen musste. Deswegen hat das auch alles ein bisschen länger gedauert. Aber nun endlich wieder live und ich habe mir gedacht, ich räume mal hier so ein bisschen auf im siebten Stock, um ein bisschen XP zu kriegen, ein bisschen rummarschieren hier. So, und ich glaube, jetzt haben wir hier auch alles, denn ich wollte euch eine schöne Sache zeigen. Das habt ihr aber auch noch gar nicht gesehen. Wir gehen jetzt gerade auf eine Wand zu und siehe da, da kommt die Tür zum Raum der Wünsche. Und wir gucken mal rein und siehe da. Das sind ja schon einige hier drin, nicht? Und soweit ich weiß, haben wir noch drei Aufgaben zu erledigen. Die eine ist ja noch die von Dean, wo wir diese Wasserspeier finden müssen. Aber ich glaube, einer, der hier, nämlich unser lieber Colin, der Kollege hier, der will, glaube ich, einen Zauber lernen. Also sprechen wir ihn mal an. Harry! So, X. Hallo, Harry. Ich freue mich so auf den Unterricht. Machen wir was Aufregendes? Ganz bestimmt. Ja. Können wir was in die Luft sprengen? Oder jemanden in ein Frettchen verwandeln? Oder diesen Zauber üben, mit dem man jemanden bewegungsunfähig macht? Petrificus Totalus. Ja, gut ausgesprochen. Okay, dieser Zauber mag einfach sein, aber er ist trotzdem nützlich. Um einen Gegner zu lähmen, richte deinen Zauberstab aus und tippe dreimal so wie ich. So wie du. Du bist die Beste. Petrificus Totalus! Und er rührt sich einfach nicht. Okay, Zweck erfüllt. Okay, drehen war das. Yo. Petrificus Totalus! Ah, so sieht das dann aus. Ich dachte dann. Dann fällt er wieder um. So, nochmal. So. So, wie läuft's? Wow, Harry, du bist der beste Lehrer aller Zeiten. Danke. Bringen wir es den anderen bei. Schöne Musik. Ich glaube, das hört sich danach an. Wir haben einen neuen Zauber gelernt. So, schauen wir mal auf die Karte, was sie uns noch verrät. Aufgabenliste. Ärger mit den Zwillingen. Dolores Umbridge. Und das ist auch Ärger mit den Zwillingen. Aber ich würde sagen, sowas, ich gucke jetzt erstmal durch. Aufspüren des Raums der Wünsche. Ach, guck mal, wir sind hier sogar ganz in der Nähe. Dann gehen wir doch erstmal zu den beiden, zu den Zwillingen. Wir machen das hier alles sehr, sehr öko... Oh, Entschuldigung, Joe, das tut mir leid. Hoffentlich verzeihst du mir das. So. Legen wir mal einen Sprint hin. Und dann gehen wir mal... Ich glaube, die wollten zu Wahrsagen, wenn ich es richtig verstanden habe. Yo. Richtig. Dann gehen wir mal hier hoch und dann gucken wir mal, was uns da erwartet mit den beiden. Denn das ist ja jetzt hier echt nicht weit. So, da sind sie doch. Seid ihr bereit für das Treffen? Wir waren noch nicht drin. Diese Kröte. Umbridge ist bei Professor Trelawney. Umbridge hat es seit dieser dämlichen Inspektion auf Professor Trelawney abgesehen. Sie können mich nicht entlassen. Ich bin seit 16 Jahren hier. Hogwarts ist mein Zuhause. Sie haben nicht gesehen, dass dies geschehen würde? Wahrsagen fällt heute wohl aus. Arme Professor Trelawney. Wir sehen uns beim TA-Treffen. Wir werden es dieser Umbridge schon zeigen. So sieht's aus, diese hässliche Kröte. 17 von 28. Wir haben es fast geschafft, Leute. Wir sind fast am Ziel. Nach unserer Odyssee. Ja, also, das sind wieder so kleinere Sachen, wo wir keine großen Aufgaben machen müssen. Denn das ist dann wieder so ein bisschen Storyline. Um so ein bisschen sich doch an den Film anzulehnen. Das ist ganz gut gemacht, finde ich. So, dann gucken wir das nochmal auf die Karte. Denn jetzt würde ich sagen, ich habe ein bisschen recherchiert, muss ich zugeben. Denn ich wollte jetzt halt nicht ewig nach den zwei fehlenden Wasserspeiern suchen. Der eine befindet sich tatsächlich, wie gesagt, im gepflasterten Innenhof. Und da begeben wir uns jetzt mal hin. Das wird zwar ein bisschen länger dauern jetzt. Aber
Währenddessen kann ich euch ja wieder mit Scheiße zulabern. Das findet ihr ja immer super. Also. So, ab ins Treppenhaus. Dann ist es ja schon nicht mehr weit. Dann müssen wir, glaube ich, noch über den Hauptinnenhof und dann irgendwo... Okay. Warum kommt da jetzt ein Text? Keiner redet. So. Mögest du kommen, Treppe. So, danke. Roses are red, violets are blue. Und mir fällt kein richtiger Reim ein. Hallo? Wie nu. Einfach weiter runter. Wir müssen uns mal, finde ich, auch mal mit den Porträts ein bisschen anfreunden, denn das sind bisher nur viel zu wenige. Wir haben bisher mit zwei bisher gequatscht. Für die müssen wir dann auch irgendwelche Sachen erfüllen oder Aufgaben erfüllen, damit wir dann das Passwort für die kriegen. Und dann kommen wir... ist die Tür schwer. Auf jeden Fall wird es uns dann auch leichter fallen, irgendwelche Orte schneller zu erreichen, wenn wir die Porträtpasswörter kennen, dann kommt man halt auch viel, viel schneller voran. So, aber jetzt sind wir schon am gepflasterten Innenhof. Und ich habe nach... Hier müsste irgendwo ein sprechender Wasserspeier sein. Hermine kennt sich aus und das ist nämlich ganz genau da hinten, wo diese wunderschöne Treppe zerstört wurde. Dann wollen wir mal nicht die. So, genau. Reparo! Reparo! Soll ich dir helfen? Ja, das wäre super, danke. So, dann sprinten wir mal hier hoch. Und dann können wir hier wieder ein bisschen XP sammeln, weil hier die ganzen Sachen wieder kaputt sind. Oh, ein verstecktes Hogwarts-Symbol. Na, was ist das denn? Ich glaube, davon gibt es auch mehrere und die bringen dann richtig fett Punkte. So, hier ist noch so ein Ding. Oh nein. Ja, dann gibt es hier wahrscheinlich auch vier. Von den ganzen vier Häusern. Das ist jetzt Hufflepuff, so wie es aussieht. Ja. So, können wir denn hier die Fackeln überhaupt entzünden? Geht das? Jo, machen wir mal. Incendio! Und das bringt auch was. Und hier ist so ein wunderschönes Loch. Da müssen wir uns helfen. Zack. Und hier nochmal alles mitnehmen, was nur geht. Hier auch nochmal. Ich glaube, dann kann man hier auch noch irgendwo hochklettern. Ach komm, wenn wir schon mal hier sind, dann machen wir das nochmal, bevor wir es vergessen. Denn wir werden dann ja wahrscheinlich nicht mehr so oft hinkommen, wenn wir es nicht müssen. Dann gucken wir doch einfach mal, was hier so oben vorhanden ist. Ich denke mal, irgendeins von diesen Paketen, die von Fred und George verlangt werden. Aber zu denen kommen wir ja auch noch. Ruhig, ruhig, Brauner. Ja, der muss echt hier ziemlich viel durchmachen, der werte Kollege Potter. Geht's hier noch höher oder müssen wir hier rum? Ja, wir müssen da rum. Oh mein Gott. Ah, nicht nach unten gucken, nicht nach unten gucken. Jetzt sag nicht, dass es da nicht weitergeht. Oh doch, kann man nach oben. Gut. Oder will ich jetzt mal hoffen? Hoffentlich geht's, hoffentlich geht's, hoffentlich geht's. Ja, gut. Alter Schwede. Ja, nicht übertreiben. So, und jetzt sind wir hier unten. Und hier müsste, glaube ich, irgendwo so ein Paket versteckt sein. Weil was anderes kann ich mir hier nicht vorstellen. Boah, sieht das fett aus. Noch ein bisschen rum. Ach, hier ist gar nichts, oder wie? Ist das jetzt die Verarsche hoch 3? Ja, wie? Also das ist ja jetzt... Also das ist ja jetzt enttäuschend. Hä, warum ist denn hier oben nichts? Oder übersehe ich jetzt gerade was ganz kapital? Oder müssen wir auf die andere Seite? Das kann natürlich auch sein, dass wir dann da hochklettern müssen. So, hier geht es natürlich schnell runter. Und jetzt dauert es wieder. Und die beiden warten da ganz loyal. Das sind die besten Freunde, die man sich vorstellen kann. Ja, und wie geht's euch so? Während der liebe Potter hier Jahre braucht, um sich hier nicht in den Tod zu stürzen.
Einerseits verständlich, andererseits überhaupt nicht verständlich. Das dauert doch viel zu lange für unser schönes Let's Play. So, aber dann, wenn wir schon mal hier sind, dann gucken wir nochmal oben nach. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass hier nix ist. Gucken wir doch mal hier. So, hier müsste doch wohl was sein. Ach, erforschen. Dieser Hornschwanz hätte mich fast erwischt. Wenigstens bleiben wir dieses Jahr von Drachen verschont. Wenn man mal von Umbridge absieht. Ja, sehe ich genauso. Ach, wie schön. Das ist eine coole Anekdote. Das ist so eine Anlehnung an die an den vierten Teil, wo er dann von dem Hornschwanz gejagt wurde über die Dächer von Hogwarts. Und dann mussten die da über die Dächer kraxeln und das war schon echt spektakulär. Ihr merkt bestimmt, dass ich mega der Harry Potter-Fan bin. Nein, gar nicht. Deswegen let's play ich das hier auch gerade gar nicht. So, sind wir wieder unten. Jetzt kann man sich auch wieder schneller fortbewegen. Und noch ein Symbol. So, und gleich haben wir das vierte. Und dann müsste da hinten, glaube ich, auch irgendwo der Wasserspeier sein, den wir ja hier eigentlich holen wollen. So, noch vier. So, und dann ist hier die letzte kaputte Statue. So, das sind die vier. Und ich sehe schon die Bänke, ja. Unter den Bänken sind auch so Symbole und dann müssen wir die dann auch da hinschieben, meine ich. Das sind schöne Sachen hier so versteckt, wo es richtig viele XP auch für gibt. Und dann müsste jetzt hier irgendwo der Wasserspeier sein. Da ist er, unser werter Freund. Hallo, wir suchen sprechende Wasserspeier. Können Sie, sprechen? Ja. Prima. Wenn du meinst. Darf ich Sie was fragen? Sind Sie glücklich mit Ihrem Leben? Nein, bin ich nicht. Ich würde lieber nach Süden blicken. Lasst uns gehen. Vielleicht sollte ich jemanden fragen, ob er ihn umstellen kann. Ja, wir könnten ihn in Umbridges Büro bringen. Das hätte sie verdient. Aber der arme Wasserspeier, klasse. Jetzt fehlt nur noch einer. So, das haben wir hier schon mal erledigt. Aber wenn wir schon mal hier sind, dann können wir auch direkt mal hier diese kleine Mini-Aufgabe machen mit den Bänken. Und dann schauen wir mal, dass wir dann vielleicht das nochmal in eine Folge kriegen mit dem zweiten Wasserspeier, denn ich glaube, nächstes Mal will ich unbedingt nach Hogsmeade, dass wir dann wenigstens den Dean noch hier befriedigen können. Wingardium Leviosa. So, ihr wisst ja, was ich mit befriedigen meine. Mit dem Fertigstellen der Aufgabe. So, ich glaube, dann schwinge ich den mal da rüber. Ich glaube, das wird dann ein bisschen zu weit sein. Ah, perfekt. So, muss man das dann machen. So, und jetzt fehlt uns hier noch da ein Bänkchen. Das ist dann Haft. Nee, okay. Na gut, dann halt. So. So, das ist Hufflepuff. Gelb. Wo ist gelb? Da hinten ist gelb. So. Oh, Level 5 schon. Sehr schön. In unserem Raum gibt es eine ganze Menge Neues zu entdecken, Harry. Du warst fleißig. Ja, wir sind sehr fleißig, Freunde. Wir machen hier richtig viel Ordnungshüter-Einsatz an der Schule. So. Dritte Bank. Und nun nur noch dieses vierte und letzte Abschaum, nämlich das grüne. Ihr wisst ja Bescheid. So, einmal rüberschwenken. Am besten noch einen mit erschlagen. Ah, scheiße, da war der Zauber zu kurz. So, nochmal. Wingardium Leviosa! Und jetzt da drauf. Und dann gibt's mega XP. Oh, cool, mit diesen Feuerdingern. Ja, geil. Super Sache. Vergiss nicht, Professor Binz hat uns aufgegeben, alle sprechenden Wasserspeier zu finden. Auch nochmal. Und noch mehr. Meine Fresse, was ist denn heute alles so los? Gefällt mir. Also das finde ich echt cool, dass wie viele Sachen man so entdecken kann, woran man eigentlich gar nicht so denkt. Sehr cool. So, jetzt kommen die ganzen XP. Wir müssen die Augen und Ohren offen halten. Überall in Hogwarts sind Wasserspeier, aber nur wenige sprechen. Laber mal weiter, dann kann ich jetzt schon mal den zweiten Spotlight oder den zweiten Spotpunkt markieren. Das ist nämlich der Verwandlung Innenhof. Und das ist nämlich bei Dean. Direkt bei Dean. Und da gehen wir jetzt mal hin. Ich hoffe mal, das dauert jetzt nicht allzu lange. Ich guck mal ganz vorsichtig auf die Uhr hier.
14 Minuten, ach, das packen wir noch. Das ist super locker. So, dann... Nee, ich habe jetzt schon aufgegeben, weil du mich zu Tode nervst, Frau. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt. So, über das wunderschöne Viadukt. Gehen wir jetzt drüber und jetzt müssen wir wieder Türen stemmen. Vergiss nicht, Professor Binz hat uns aufgegeben, alle sprechenden Wasserspeier zu finden. Ja, das hast du mir jetzt zum ersten Mal gesagt. Und den Gang finde ich ja auch super schön hier. Weißt du, wie viele Hauspunkte Slytherin hat? Glaubst du, wir können sie noch einholen? Also echt, klasse, mit den Teppichen hier. Super Sache. Hi. Wir müssen die Augen und Ohren offen halten. Überall in Hogwarts sind Wasserspeier, aber nur wenige ja. sprechen. Deshalb brauchen wir auch nur noch einen, weil wir halt schlau sind. Und hier sehe ich wieder was. Aktion! So, das können wir wieder erforschen. Weiter geht's. Und da sind wir ja schon. Wunderbar. Und ich glaube, hier ist auch irgendwas an dem Raum. Das können wir dann ja direkt nachher, wenn wir mit Dean fertig sind. Ah, warte mal, wo ist der? Eine Wasserspeier. Es fehlt uns ja noch einer. Da hinten ist er. Jo, super. Sind wir direkt schön vorbei drauf. Sind Sie ein sprechender Wasserspeier? Sprichst du immer mit Leuten, von denen du denkst, dass sie nicht sprechen können? Normalerweise spreche ich gar nicht mit Wasserspeiern. Viele Wasserspeier sind dir bestimmt sehr dankbar dafür. Danke, dass Sie mit uns gesprochen haben. Gehen wir. Sie schien nicht besonders glücklich zu sein. Jetzt haben wir alle fünf, stimmt's? Ja, richtig. Gehen wir zurück zu Dean und sagen ihm Bescheid. Let's do this. Da wartet er schon. Ich höre gar nicht zu. So, wir sind fertig. Hey Dean, wir haben alle Wasserspeier gefunden. Cool. Kann ich später im Schlafsaal abschreiben? Da musst du Hermine fragen. Klar, Halunke. Nach dem DA-Treffen. Cool. Bis später. So. 18 von 28, jetzt haben wir wieder den Dean zurückgeholt. Hier sind auch wieder so schöne Bänke. Und ich glaube, hier an dem Ding kann man auch was machen. Irgendwie Depulse oder sowas. Nee, oder Vicario Leviosa mal gucken. Ah, jo. Und jetzt sind hier wieder diese Dinge aktiviert worden. Mit den Bänken. Das können wir ja wieder jetzt machen. Das macht ja einen Riesenspaß. Oh, Entschuldigung. Tut mir leid. So, und dann ist... Also das erste am besten direkt mal schon zum Anfang. Hier dieses hässliche Grün. So. So, zweite Bank. Also jetzt hat jedes Haus so seine zwei Bänke. Hier ist noch eine. Das ist jetzt das wunderschöne... Oh. Ach, wie geil. Jetzt erinnere ich mich mit dem Rasen. Hammergeil. Coole Sache. So, machen wir mal weiter. Damit wir das hier noch in die Folge kriegen. Also da seht ihr mal, wie viel in diesem Spiel drinsteckt. Also es ist halt nicht wirklich nur dieses blöde Rumgesuche nach den DA-Mitgliedern. Man kann hier wirklich noch nebenbei viele Sachen noch nebenbei machen mit den ganzen Bänken und mit den ganzen Geheimnissen machen. Das ist echt klasse. So, jetzt kommt wieder das Gryffindor-Zeichen. Richtig geil, einfach. Ich feiere das gerade ein bisschen, sorry. Aber auch wenn es eigentlich ziemlich alt ist, das Spiel, das macht echt noch riesen Bock. Glaubt's kaum. So, das ist Hufflepuff. Wo ist Hufflepuff? Direkt hier vorne. Ist hier hinten noch eine Bank? Jo, das ist blau. Ravenclaw mit dem Vogel. So, und jetzt gehen wir mal schnell auf die andere Seite und dann haben wir es auch schon geschafft. So, das ist hier die letzte gelbe. Wo ist gelb? Wo ist gelb? Da hinten ist gelb. Zack. Wenigstens Professor Snape. Und das ist Hufflepuff. Und das letzte ist dann Ravenclaw, die letzte Bank. Und dann werden wir hier auch fertig auf dem Verwandlung-Innenhof. Wingardium Leviosa! So, einmal rüberschwenken. Oh, das ist aber sehr weit. Und zack. Dann schauen wir mal zu. Richtig cool, ey.
sauber. Und das gibt jetzt viel. Man sieht sich. Alter Schwede. Und der letzte. Komm her. So, noch 5 bis zum nächsten Upgrade. Das ging ja jetzt super schnell. So, ich denke, dann beenden wir an dieser Stelle auch die Folge mit diesem wunderschönen Anblick hier auf den Verwandlung-Innenhof. Vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Es macht mir immer wieder einen Riesenspaß. Ach komm, Leute, jetzt labert woanders. Also, wie gesagt, es macht mir immer noch einen Riesenspaß, endlich auch mal wieder jetzt live zu quatschen. Wir haben noch ein paar Aufgaben zu erledigen mit unseren DA-Mitgliedern und dann schaffen wir die nächsten Folgen auch den Rest nochmal in... Jetzt haltet endlich die Klappe, ey, sonst verfluche ich euch noch. So, dann machen wir es erst nochmal schnell. Man sieht sich in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.